Servus meine Lieben, herzlich willkommen zurück hier bei Beklubbt TV zu einem etwas seichteren Video, sage ich jetzt mal, obwohl man das ja auch von allen anderen Videos behaupten kann, dass die hier auf dem Kanal relativ seicht sind, aber lassen wir das. Heute geht's um diese DVD, denn wir haben ja gesagt, wir wollen mal ein paar Reaction-Videos wieder machen. Ich glaube, die letzte war zu Max Morlock oder war es zu die großen Fußballclubs, 1. FC Nürnberg? Ich habe keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall ist es schon ein bisschen her. Und ja, hier haben wir Club-Legenden, 112 Momente Club-Geschichte. Dauert insgesamt, ich brauche eine Brille irgendwann, 60 Minuten. Und so lange werde ich euch jetzt nicht aufhalten. Aber wir schauen mal, wie weit wir kommen und was ich dazu sagen kann. Denn natürlich habe ich einige davon noch selbst live spielen sehen und andere natürlich aufgrund des Alters nicht, obwohl man es vielleicht denken könnte, aber nein, sowas wie Heinz Strehl, Heiner Stuhlfort etc. habe ich nicht mehr live spielen sehen, aber vielen Dank und ja, ich hätte gesagt, legen wir einfach mal los und schauen wir mal, was wird. Was wird? Later. So, wie Sie sehen, sehen Sie nichts, denn ich habe geschlagene 20 Minuten rumgetan, um diese verdammte DVD zum Laufen zu kriegen. Es hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht, woran es liegt. Entweder frisst das Laufwerk die DVD nicht. Sie hat einen Treffer. Das Laufwerk hat einen Treffer. Ich habe keine Ahnung. Ich werde es herausfinden. Gibt es halt heute leider keine Club-Legenden, 112 Momente Club-Geschichte zu sehen. Aber ich habe dafür was anderes gefunden. Und zwar bei YouTube. FCN-Saison 1997-98. Reportage vom DSF damals. Achterbahnfahrt, Aufstieg und Vorbereitung. Das ist eine Geschichte, an die kann ich mich noch erinnern. Da war ich live dabei und ja, da schauen wir jetzt einfach mal rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Den Link zu dem Video haue ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Nicht, dass ihr ja, das jetzt mit meinem Gelaber ertragen müsst und dann immer wieder Pause gedrückt wird. Und da könnt ihr es euch dann in aller Ruhe nochmal im Ganzen geben. Dauert 40 Minuten, bisschen was über 40 Minuten. Schauen wir mal, ob wir es aufsplitten oder ob wir es uns im Ganzen geben. Auf jeden Fall viel Spaß auch mit meinem Senf hier dazu. Und ich hätte gesagt, legen wir einfach mal los. Die Fans des 1. FC Nürnberg genießen den Augenblick. Endlich wieder erstklassig. Der bittere Ich glaube, ihm war nicht bewusst, dass er hier einen eisernen Unionsschal hochhält, oder? Egal. Der Leidensweg scheint beendet. Nach der Berg- und Talfahrt der letzten Jahre ist jetzt die Hoffnung groß, eine ruhmreiche Tradition weiterzuführen. Nur wenige denken noch daran, dass der 1. FC Nürnberg schon klinisch tot war. Misswirtschaft, Spielerverkäufe und Trainerentlassungen sorgen seit langer Zeit für chaotische Zustände des einst erfolgreichen Traditionsvereins. Von schwarzen Kassen ist die Rede. Ex-Schatzmeister Ingo Böbel sitzt im Knast. Präsidenten kommen und gehen. Derzeit regiert Gerhard Vohak, Spitzname der JR von Lauf. Am Nürnberger Trainingsgelände Pfalzner-Weiher herrscht Aufregung. Publikumsliebling Dieter Eckstein wird von Vohak ohne sein Wissen zum FC Schalke 04 verkauft. Ja, habe ich damals auch noch, oder habe ich von damals auch noch im Kopf. Ich muss dazu sagen, erstmal mega Soundtrack. Wow, haben sie sich wirklich was dabei gedacht? Prodigy, nur so nebenbei. Und den Verkauf von Dieter Eckstein damals, den hat irgendwie keiner so wirklich verstanden. Ich meine, ich war da noch selbstverständlich sehr, sehr jung und einen deiner Helden dann auf einmal verkauft zu sehen zum FC Schalke war natürlich ein Riesenschock und noch dazu, es müsste ja tatsächlich auch noch kommen, weil da stand Verrat an Willi und Eckes, weil ja Willi Entenmann, da habe ich auch mal ein Video darüber gemacht, weil ja Willi Entenmann während der Saison nach einem 2:0 gegen den FC Bayern entlassen wurde. Also weiß keiner so wirklich, wieso, weshalb, warum. Bis heute hier und da wurde gemunkelt, er hätte sich mit der Mannschaft überworfen und dass die Mannschaft auf den damaligen Präsidenten zugekommen wäre und gesagt hätte, hey, wir wollen den Willi Entenmann nicht mehr haben. Was aber dann auch wieder dementiert wurde. Also damals war der FCN ein absoluter Chaos-Club. Absolut krass. Also da, was da heute teilweise ist, das ist damit, das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was da damals in den 90ern abging. Das ist schon so eine Art Menschenhandel, was da getrieben worden ist. Und Ergis. Ich habe es schon öfters gesagt, für das, was ich eigentlich für den 1. FC Nürnberg getan habe, mit meinen Toren und auch, ich habe auch andere Dinge eingesteckt vom Club. Und dann so eben verkauft zu werden, das ist schon ein bisschen bitter.
Der Club, mit UEFA-Cup-Ambitionen in die Saison gestartet, krebst im hinteren Tabellendrittel herum. Immer wieder sorgt Präsident Fohag mit verbalen Attacken gegen Trainer Willi Entenmann für Aufsehen. Doch die Mannschaft wehrt sich gegen den drohenden Rauswurf Entenmanns. Wir sind zu der Meinung gekommen, es war ein einstimmiger Beschluss, dass die Mannschaft nach wie vor zum Willi Entenmann steht. Die Mannschaft will halt einfach mal nach außen hin bekannt geben, dass wir total hinter dem Trainer stehen, ja. Und zwar einstimmig. Und das, glaube ich, ist auch ganz legitim. Ich meine, wir dann sagen, wenn es anders wäre, aber es ist einfach so, wenn wir der Meinung sind, dass wir gemeinsam aus der Scheiße wieder rauskommen, weil die haben im Grunde haben wir die Scheiße, haben sie eigentlich die Spieler eingebracht. Ja. Am 9. November passiert es dann doch, Fohag feuert Entenmann, zwei Tage nachdem der mit seiner Mannschaft den FC Bayern 2:0 besiegte. Muss man ja auch dazu sagen, ne? wer tatsächlich mal angenehm zu hören oder wenn sich ein Spieler heutzutage so äußern würde, wie damals Manni Schwabel, dass quasi der Trainer relativ wenig dafür kann, dass er eigentlich hinter ihm stehen und sich die Mannschaft das selber angebrockt hat, da wo sie im Moment stehen. Da sah es ja auch noch nicht so rosig aus, aber es wäre auf jeden Fall drin gewesen, die Klasse zu halten. Ob das dann mit Willi Entenmann geklappt hätte, man weiß es nicht, aber im Nachhinein muss man sagen, wären die Chancen jetzt nicht weniger schlecht gestanden. Aber okay, wie gesagt, sowas würde ich mir tatsächlich heute auch mal wünschen, dass jemand sich so äußert. Also wenn Sie den Ruf des 1. FC Nürnberg heute Abend endgültig ruinieren wollen, dann brauchen Sie nur so weiterzumachen. Auch Interimscoach Dieter Renner hat den Club mit 3:7 Punkten in 5 Spielen nicht aus dem Tabellenkeller führen können. Rainer Zobel wird als neuer Trainer vorgestellt. Er soll den drohenden Abstieg vermeiden. Präsident Fohag behauptet, den Club fast saniert zu haben. In Wirklichkeit belaufen sich die Verbindlichkeiten des 1. FCN auf über 20 Millionen Mark. Ende Januar tritt Fohag unter dem Druck der Öffentlichkeit und der Fans zurück. Seine dreckige Wäsche müssen andere waschen, der 1. FCN im Chaos. Wir haben 4-1 verloren, sind dann weinend in der Kabine gesessen und das sind die letzten Erinnerungen an die erste Liga. Dortmund. Vorübergehend hat der bisherige Vizepräsident Georg Haas die Amtsgeschäfte beim Club übernommen. Das Ausmaß der jahrelangen Misswirtschaft wird erstmals veröffentlicht. Der 1. FC Nürnberg ist mit 23,4 Millionen Mark verschuldet. Beim letzten Spiel in Dortmund entscheidet sich der Abstieg. Betroffenheit bei allen Beteiligten. Die wahren Leidtragenden sind wieder einmal die Clubfans und das nicht zum letzten Mal. Muss ich ja bald aufpassen, dass ich nicht noch einen Copyright-Strike wegen Musik bekomme. Oder wegen der Musik, die ja tatsächlich sogar richtig gut ausgesucht ist, nochmal. Now I'm never lying. Absolute Leere, sag ich mal. Das ist natürlich eine der bittersten Stunden, die man haben kann als Fußballer. Und wir müssen sehen, dass wir es erstmal verdauen jetzt. Und dann wird man sehen, wie es weitergeht. Am Ende bedeutet dies im Klartext den Ausverkauf beim Club. Andreas Köpke, Manfred Schwabel, Alain Sutter, Sergio Sarate, Christian Wück, Marco Kurz und Thomas Wolf verlassen den Verein, die wenigsten freiwillig und alle weit unter Wert. Das ist fort alles. Da können wir nichts mehr machen. Das ist vorbei. Die Namen sind austauschbar. Die Situation ist die gleiche. H-Blocks. Nach gutem Start kann Rainer Zobel mit nur 15 Lizenzspielern die hohen Erwartungen vom Wiederaufstieg in der zweiten Liga nicht realisieren. Am Ende des Jahres spielt der Club gegen den Abstieg und sein Job steht zur Disposition. Wenn der Erfolg nicht da ist, sprich sportlicher Erfolg nicht da ist, dann gibt es eine ganz einfache Regel im Fußball und die heißt ganz einfach, wenn du Erfolg als Trainer hast, geht es dir gut, wenn du weniger Erfolg hast, geht es dir weniger gut und wenn du keinen Erfolg hast, geht es dir schlecht. Unterdessen schwebt wieder einmal der Pleitegeier über dem Pfalzner Weiher. Michael A. Roth will die Geschicke des Vereins erneut übernehmen und kündigt als erste Maßnahme die Entlassung des Trainers an. Dass wir uns natürlich jetzt ganz schnell
mit der sportlichen Situation befassen müssen, das ist klar. Michael Aroth tritt mit dem Versprechen an, den Club zu sanieren. Seine erste Maßnahme, er entlässt Rainer Zobel und verpflichtet Günther Sebert als Coach. Ich muss ganz ehrlicherweise gestehen, Rainer Zobel, ja, erinnere ich mich noch dran, aber an ihn jetzt tatsächlich nicht. Michael Aroth, ja, war ja immer relativ schnell, was Trainer angeht und so weiter. Und ich möchte jetzt nicht vorausgreifen, aber ich bilde mir ein, da ist man damals sportlich abgestiegen und hätte dann die Lizenz, oder man hat die Lizenz bekommen, oder Dynamo Dresden hat sie nicht bekommen und ist deshalb drin geblieben. Irgendwie so. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber darauf ist man dann, also das Jahr darauf ist man dann auf jeden Fall sportlich abgestiegen. Und dann hat man sich in der damaligen Regionalliga, also quasi heute dritte Liga, wiedergefunden. Und ja, war eine wilde Zeit auf jeden Fall. Das verspreche ich euch in die Hand rein. Also Einsatz, Kampf, Engagement, das ist angesagt. Bei der Hauptversammlung des Vereins lassen enttäuschte Clubfans ihrem Frust freien Lauf. Dennoch werden die Präsidenten der Vergangenheit entlastet. Alles hofft auf den Retter Michael Aroth und der präsentiert sich medienwirksam. Man muss das verdrängen, solange man das Gehalt überwiesen bekommt, darf man sich da nicht zu viele Gedanken machen. What? Marc Oechler? Was? Okay. Oechler für Deutschland, Klinsmann raus. Der DFB lässt beim 1. FC Nürnberg die Lichter ausgehen. Lizenzentzug, ein Albtraum wird wahr. Haben wir praktisch die ganze Saison für null und für gar nichts gespielt. Auch die Verantwortlichen sind... Jetzt weiß ich es wieder. Es gab einen Lizenzentzug. Dann unter Auflagen haben sie es aber trotzdem bekommen mit einem Punktabzug, der ihnen dann aber im Jahr darauf quasi das Genick gebrochen hat. Die 6 Punkte oder was es auch immer waren. Wie gesagt, ich weiß es nur noch so rudimentär. Aber ich weiß noch, in der folgenden Zweitligasaison hat man dann am letzten Spieltag gegen Waldhof Mannheim gespielt, hat, glaube ich, 4-1 verloren. Bei diesem Spiel war ich im Stadion. Und da hat Dieter Eckstein auch noch gegen den Club getroffen, weil er da für Waldhof Mannheim gespielt hat. Das war auch extrem bitter. Und da ist man dann als immer noch sehr, sehr junger Mensch nach Hause gegangen und dachte, ja, jetzt ist die Welt am Ende. Sind geschockt, wollen jedoch kämpfen. Ja, das ist natürlich bitter, eine bittere Niederlage für den 1. FC Nürnberg. Damit haben wir nicht gerechnet und man muss jetzt sehen, ob wir, wenn wir eine Beschwerde einreichen, vielleicht auch noch Erfolg haben. Sportlich landet der 1. FCN ebenfalls auf einem Abstiegsplatz. Und doch, das Glück steht vorerst auf der Seite der Franken. Nach Verhandlungen mit dem DFB und reichlich Verwirrung steht fest, der 1. FC Nürnberg bekommt wegen der Lizenzvergehen einen 6-Punkte-Strafabzug für die kommende Saison, verbleibt aber im Profifußball. Vorerst. Für Günther Sebert ist die Stippvisite in Nürnberg beendet. Er wird von Hermann Gerland ersetzt. Der muss beim Club mit einem Minikader auskommen, soll trotzdem die Wende zum Guten schaffen. Doch der Leidensweg ist noch nicht zu Ende. Davon geht die Welt nicht unter und wir müssen weiterarbeiten und jetzt immer jammern nach neuen Spielern. Weiß ich auch nicht mehr. Also ich habe es tatsächlich nicht mehr im Kopf. Ich meine, okay, das ist auch schon ein paar Monate her, ne? Aber das Hermann Gerland, ich glaube, der war da zum zweiten Mal wieder beim Club. Der war ja schon mal in den 80ern oder Ende der 80er irgendwie so. Aber dass er da nochmal eingesprungen ist, genauso wie Sebert vorher, die habe ich tatsächlich überhaupt nicht mehr im Kopf. Also ich weiß dann nur, dass halt Magath dann kam irgendwann. Und dann ging es aufwärts. Aber das war auch noch nicht der Fall, weil in der Regionalliga kam dann nochmal Entenmann. Und danach kam erst Magath. Also Wahnsinn. Aber wie gesagt, ich habe die zwei überhaupt nicht mehr im Kopf gehabt. Überhaupt nicht mehr. Der 1. FC Nürnberg dümpelt im Mittelmaß der zweiten Liga vor sich hin. Hermann Gerland erreicht mit nur 15 Lizenzspielern bis Weihnachten Platz 8. Bereits jetzt zeigt sich jedoch, dass die 6-Punkte-Strafe des DFB fatale Ausmaße annehmen könnte. Denn danach steht der Club auf Platz 12 und schwebt in Abstiegsgefahr.
Der erste FCN wird von seiner eigenen Vergangenheit eingeholt. Das ist endgültig vorbei, jetzt hilft alles nichts mehr. Die Lage des Clubs verschlechtert sich dramatisch. Nach 5 Monaten ohne Sieg schweben die Franken in akuter Abstiegsgefahr. Es scheint, als sei die Mannschaft mit der 6-Punkte-Strafe psychisch überlastet. Frank Baumann. Das sind nur die 6 Punkte. Weil wenn man bedenkt, wir hätten ja im Augenblick einen schlechten Mittelfeldplatz und könnten damit leben, dann hätte die Mannschaft keinen solchen Druck. Einige Tage später hat Hermann Gerland seinen Kredit verspielt. Der Club wirft den Rettungsanker, verpflichtet wieder Willi Entenmann. Doch zu spät, der Abstieg wird Realität. Der ruhmreiche 1. FC Nürnberg geht den Weg in die Drittklassigkeit. Unglaublich aber wahr, noch immer stehen die Fans zu ihrem Club. Ich habe 2 Gehirnhälften, eine ist rot und eine schwarz. Wir sind heute hier, um zu zeigen, dass wir in dem Club stehen. Naja. Dass wir in dem Club stehen, egal in welcher Liga sie spielen. Die Schmach des Abstiegs wiegt schwer, doch die Fans fangen den 1. FC Nürnberg in der Provinz auf. Die Mannschaft arbeitet trotz der angespannten finanziellen Situation unter Profibedingungen und weiß endlich, um wen es wirklich geht. Muss man sagen, muss ich mich mal bei den Fans bedanken, weil es ist gigantisch. Armin Stötzenhofegger. Das ist kaum zu glauben. Ja, ist echt ein geiles Gefühl, bei so einer Atmosphäre zum Spielen und ist ein Traum, muss man ehrlich zugeben. Der Club zieht über die Dörfer. Dabei ist es nicht immer einfach, dem Nimbus der Starmannschaft in der Regionalliga gerecht zu werden. Denn für die Gegner ist ein Spiel gegen den Club etwas ganz Besonderes, auch beim Spiel in Weißmain. Das ist für Weißmain, sagen wir ja auch schon, unser Präsident und ich, das ist ein Jahrhundertspiel. Dennoch, der 1. FC Nürnberg wird seiner Favoritenrolle gerecht, peilt die Rückkehr ins Profilager an. War ich damals auch in Weißmain. Also ich war nie bei allzu vielen Auswärtsspielen. Es gab mal 1, 2, 3, 4 Saisons, wo ich auch regelmäßig gefahren bin. Jetzt auch nicht von der Regionalliga oder so, aber so als immer noch sehr, sehr junger Mensch war ich da auch das eine oder andere Mal. Unter anderem auch in Weißmain. Das war der Wahnsinn damals. Jetzt, wo wir aufsteigen, ein Fest, als wenn wir deutscher Meister geworden wären. Die Mütze, Alter. Die Tingeltour durch Süddeutschland ist beendet. Chico. Der 1. FC Nürnberg ist zurück im Profifußball. Der hockt da nackt. Spiel gegen den Lokalrivalen Quelle Fürth ist... Das war doch der Stötzenhofegger, oder? Das war doch der Stötzenhofegger. Durch Süddeutschland ist beendet. Der 1. FC Nürnberg ist... Ja klar, halt mal einfach mal drauf. Scheißegal. Armin. Zurück im Profifußball. Nach dem Spiel gegen den Lokalrivalen Quelle Fürth ist der Jubel im Stadion grenzenlos, die Fans außer Rand und Band. Ich meine, die Zuschauer, das muss man auch verstehen, die haben jetzt jahrelang, sind sie bitte enttäuscht worden. Heute ist alle Emotionen raus und ich meine, da muss man mal ein Auge zudrücken. Aber wir sind ja jetzt alle heil in der Kabine und jetzt können wir das alles ein bisschen ruhiger angehen. 3 Jahre Leiden haben ihre Spuren hinterlassen. Umso frenetischer ist jetzt die Euphorie. Der 1. FCN ist zurück. Hauptsache Aro ist groß. Ich unterstelle der Mannschaft überhaupt nichts, was da momentan auf mich zukommt, sondern wir sind Aufsteiger und wir haben heute Lehrgeld dafür bezahlt. Der Traum vom Durchmarsch in die Erstklassigkeit wird zur Farce. Kaum zurück im realen Zweitligageschäft stolpert der Club in eine Niederlagenserie. Nach 5 Spieltagen steht der 1. FC Nürnberg auf dem 18. Tabellenplatz. Beim Auswärtsspiel in Frankfurt geraten die Nürnberger mit 1:4 unter die Räder. Passt tatsächlich in die Zeit alles. Das alte Waldstadion. Wieder einmal gibt es Solidaritätserklärungen der Spieler nach der Niederlage. Wenn die Zuordnung da ist im Spiel, wer wen zu halten hat und es dann nicht klappt, dann ist nicht der Trainer schuld. Wir als Mannschaft haben heute hier in Frankfurt versagt. Bereits.
An alle HSV-Fans, den kennt man doch auch noch, oder? Peter Knebel. Zu diesem Zeitpunkt ist klar, Entenmann wird zum zweiten Mal als verantwortlicher Trainer in Nürnberg gefeuert. Wenige Tage später ist es soweit, eine nächtlich anberaumte Präsidiumssitzung sorgt für die sechste Trainerentlassung in nicht einmal 4 Jahren. Präsidium sowie Finanz- und Verwaltungsrat des 1. FC Nürnberg haben in der heutigen gemeinsamen Sitzung einstimmig beschlossen, den Cheftrainer Willi Entenmann mit sofortiger Wirkung zu beurlauben. Kurz darauf präsentiert der 1. FCN den neuen Felix Magath. Auszüge aus der ersten Pressekonferenz. Den Herrn Magath haben wir den Vorzug gegeben, weil er das Geschäft von der Pike her kennt. Er war über 40 Mal in der Nationalmannschaft. Er hat in seinen Vereinen große Erfolge gehabt. Er hat den Weitblick. Und nicht zuletzt ist er ein bodenständiger Franke. Der Club gehört in Deutschland zu den besten Adressen. Ich denke, dass es ein Verein ist, der nur wenig Vergleichbares in Deutschland hat, mit den ganzen Möglichkeiten, mit den ganzen Bedingungen, Trainingsgelände, Stadion, Fans, Zuschauergemeinde, gehört der Club in die erste Liga und da wollen wir wieder hin. Gleich in der Offensivreportage der Mal. Naja, man muss dazu sagen, ne? Ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, weil ich habe mir gedacht, wie viele Stationen hatte denn Felix Magath als Trainer, bevor er dann beim Club war? Und da ist er gelistet als 1993 Hamburger SV Amateure, dann 93 bis 95 Hamburger SV Co-Trainer, 95 bis 97 Hamburger SV und danach war er beim Club. Also, yo, Michael Aroth. Aber okay, klang halt auf jeden Fall vielversprechend. Magier zaubert beim Club. Felix Magath und seine Erfolgsstory beim 1. FC Nürnberg. Vom Abstiegskandidaten zum gefeierten Aufsteiger und dann der Rücktritt. Spoiler und Werbung, also hier kommt jetzt Werbung. Aber ich hätte gesagt, splitten wir es ein bisschen auf. Das sind jetzt über 15 Minuten, zumindest hier bei dem Video oder... Okay, es sind 14 Minuten und 5 Sekunden, aber das Video hier wird jetzt auch schon ein bisschen zu lang wahrscheinlich. Aber ja, ich denke, wir splitten es auf 2 Teile auf und ich hoffe, euch taugt das ganze Format. Ist halt mal was anderes. Wir haben es ja auch schon öfter mal gemacht. Ein paar fanden es gut, ein paar haben gemeint, naja gut, brauchen sie jetzt nicht unbedingt, dann können sie sich das Video auch so angucken, ohne meinen Schmarrn. Aber ich hätte gesagt, machen wir hier mal einen Cut und beim nächsten Mal geht's weiter und ja. Da sehen wir uns dann mit dem zweiten Teil Achterbahnfahrt Aufstieg 1. FC Nürnberg 1997-98.